Guten Tag, liebe Zeitzer. Wir sind heute im Rathaus der Stadt Zeitz im Büro unseres lieben Dr. Volkmar Kunze. Er gestattet uns ein Interview zu seiner Kandidatur, die ja dieses Jahr wieder ansteht. Herr Dr. Kunze, herzlichen Dank, dass wir in Ihrem Büro mit Ihnen uns ein bisschen unterhalten können. Als Person werden wir Sie die Zeit sehr nicht vorstellen müssen, in dem Maße wie den anderen Kandidaten, da Sie ja bekannt sind und doch schon einige Jahre in Zeitz. Ein paar Fragen hatte ich aufgeschrieben, um auch unseren Bürgern eine Entscheidung ein bisschen leichter zu fallen zur kommenden Wahl. Eine Wahl heißt ja mal eine Wahlmöglichkeit, die haben wir auch dieses Mal. Auf was sind Sie denn eigentlich besonders stolz in Ihrer jetzigen ersten Periode dieser Stadt, was Sie erreicht haben? Also ich habe die Stadt 2009 als Stadtoberhaupt übernommen. Da hatten wir unendliche Überschuldungen im Haushalt. Da hatten wir keine Stadtentwicklungskonzepte, keine Rahmenpläne. Und es gab vor meiner Zeit erheblichen Streit im Stadtrat mit der Verwaltung, mit dem Bürgermeister. Und ich denke, hier haben wir eine ganze Menge erreicht. Wir haben sicherlich in der Sache uns im Stadtrat gestritten. Es hat aber keinerlei persönliche Dinge mehr gegeben, sodass wir in der Stadt auch vorangekommen sind. Wir haben die Konzepte geschrieben. Wir haben seit 2011 einen ausgeglichenen Haushalt. Das war nicht einfach. Aber das ist, um es mal auch so zu sagen, vor allem auch ein ganzes Stück Verwaltungsarbeit. Wenn man so manchmal in der Zeitung liest, was für Vorstellungen da existieren über die Aufgaben eines Oberbürgermeisters, da wird es einem schon manchmal etwas schwummrig, denn da wird so getan, als ob es sich um ein einfaches politisches Amt handelt, wo man einfach nur irgendwo dasteht. In Wirklichkeit sind es 85% Verwaltungstätigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das sind 10% sicherlich Repräsentationen und lediglich 5% macht aus, dass ich Mitglied der FDP bin und das hat außerhalb des Stadtrates und des Rathauses stattzufinden. Da danke ich Ihnen vielmals. Wenn ich so kurz zusammenfasse, jetzt für mich kann man sagen, Sie haben eine Stadt übernommen, wo manche Sachen noch nicht so planvoll liefen wie bisher. Auch der Haushalt ein bisschen kleines Durcheinander. Also können Sie sagen, Sie waren stolz drauf, kann man auch bestätigen, dass letztlich gewisse Ordnung hineingekommen ist und ein planbares Arbeiten wieder da ist. Nur so, sehen? Nur so war es möglich, dass wir viele Dinge, die man auch in der Stadt sieht, auch schaffen konnte. Und da gibt es Dinge, auf die ich gerne verweise. Das sind der Altmarkt, wie schön er geworden ist. Das ist der Franziskaner Klosterkirchhof. Das ist die Entwicklung des Neumarktes, der sich komplett verändert hat gegenüber damals. Das ist aber auch der zielgerichtete Stadtumbau in Zeitz Ost, wo sicherlich in der Platte einige Häuser zu viel waren und wo dann natürlich auch weitere Entwicklungen sind. Dazu gehört auf jeden Fall auch, die Losung war hinein in die Mitte. Hinein in die Mitte heißt, wir haben es geschafft, dass an einigen Stellen, wie am Neumarkt, um ein Beispiel zu nennen, als einen Leerstand von 70%, nur noch ein ganz geringer Leerstand von 15-20% existiert, aber selbst diese Häuser sind in Arbeit, dass sie nicht mehr leer stehen werden. Das ist hinein in die Mitte. Und das danke ich, das ist ja fast unsere Frage, die wir uns vorbereitet hatten. Das war ja Ihr damaliges Ziel, hinein in die Mitte. Sie haben es an sich schon beantwortet. Sie sind weiter auf dem gleichen Weg, den Sie damals eingeschlagen haben. Richtig, und er bleibt auch so. Ganz fein. Zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Zeitz. Hat man hier eine Kurve gekriegt wie Leipzig oder wie sieht es denn eigentlich aus in unserer Stadt? Also die Kurve wie Leipzig, die durch Studenten viel machen können und durch die Ansiedlung von BMW und Porsche. Solche Highlights haben wir nicht. Wir haben den Bevölkerungsrückgang, der 2009 bis 2011 noch jährlich 500 Einwohner waren, haben wir verlangsamt. Wir haben jetzt einen Bevölkerungsrückgang von nur 200 Einwohnern im Jahr und ich hoffe in der Zukunft, dass man das dann auf einem Niveau stabilisieren kann. Ich denke, es müsste schaffbar sein, dass wir eine kleine Vision 2025 noch oder wieder bei 27.000 bis 28.000 Einwohnern sein werden. Das ist fein. Visionen sind wichtig, weil Visionen sind langfristige Ziele. Auch mal eine ganz andere Frage, auch vielleicht die Ehrlichkeit zu sich selber. Was hat eigentlich nicht so funktioniert, wie Sie sich vorgestellt hatten oder was fiel besonders schwer oder wo man sagt, Mensch, das hätte ich ein bisschen besser machen können? Ja, sicherlich kann ein Oberbürgermeister nicht wirklich was alleine machen. Er hat immer Partner, immer Verbündete.
Und was mich am meisten natürlich noch ärgert und stört, ist, dass es noch nicht gelungen ist, die B180 aus der Stadt herauszubekommen und die komplette Umfahrung von Zeitz zu befördern. Für die 180 haben wir sicherlich einen Weg, aber wichtig wäre auch langfristig auch eine Südumfahrung noch zu schaffen, damit nach Zeitz dann wirklich der Quellenzielverkehr fährt. Und wir wollen hunderttausende Touristen haben, die dann auch ein bequemes Fahren in der Stadt bei noch weniger Einbahnstraßen haben. Danke, das haben Sie wirklich ordentlich auch erklärt für einen. Ach, das ist mal eine ganz menschliche Frage. Wie sehen Sie den Zeitzer an sich oder den Bürger als Zeitzer? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Naja, es gibt ja nicht den klassischen Zeitzer. Die Geschichte von Zeitz ist über 1000 Jahre alt und da hat es natürlich auch Völkerwanderungen gegeben. Und da spielt sicherlich mental der Einfluss der Jahrhunderte gewesen ist des Hauses Wettin, also der sächsische Menschenschlag. Dieser dann sowohl aus der albertinischen Linie als auch aus der ernestinischen Linie, was dann Sachsen, Coburg, Gotha anbetrifft. Aber es ist natürlich auch nach 1817 dann erst einmal der preußische Einfluss mit, dass wir viele mentale Richtungen haben. Aber insgesamt ist der Zeitzer schon sehr liebenswert. Sehr schön gesagt. Jetzt mal ein bisschen was Ernstes, wieder ein bisschen Heiterkeit gehört auch ein bisschen dazu. Können Sie uns ein oder zwei konkrete Dinge nennen, die Sie noch als Projekte vorhaben für eine kommende Amtsperiode? Wir wissen leider, es dauert, wir wollen keinen Stundenvortrag haben, aber vielleicht ein, zwei konkrete Dinge, was Sie jetzt wirklich sich mal vornehmen. Also ich habe es schon gesagt, sicherlich einerseits die Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungskonzeptes. Da sind wir in Arbeit, aber was völlig Neues ist, wenn wir den Brühl gemacht haben, wir haben eine wunderschöne, liebevolle Ecke, das Wochenbett, das würde ich dann gerne als nächstes nach dem Brühl angehen. Dankeschön, das ist fein. Jetzt mal was ganz anderes, mal fast schon privat. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, dass zu dieser Wahl Sie unterstützt werden von der CDU, FDP ist ja die Partei, in der Sie Mitglied sind, Sie werden unterstützt von der CDU, von der SPD und sogar noch von der Linken und den anderen kleinen Parteien auch noch. Wie haben Sie das geschafft, Herr Dr. Kurz? Also ich denke, das ist die Frage der Arbeit im Stadtrat und der Verwaltungsarbeit, dass ich immer versucht habe, auch bei heiklen Themen die Gruppen schon vorher deutlich anzubinden und Probleme vorneweg zu bereden, um einen hohen Konsens zu erreichen. Und gerade dieser hohe Konsens ist natürlich für viele der Wählerparteien eine wichtige Sache, dass wir gemeinsam handeln und da wollen diese Parteien augenscheinlich, darüber freue ich mich, dass hier die Kontinuität bestehen bleibt. Da danke ich Ihnen, schon bewundernswert. Jetzt haben wir noch, an sich habe ich mir nur noch aufgeschrieben, vielleicht noch was fast ein bisschen Privates oder was Freies zu erzählen. Wir haben doch einige Partnerstädte doch in Zeitz und Sie haben ja auch eine neue Partnerstadt zugewonnen in den letzten Jahren aus den USA. Erzählen Sie doch unseren Bürgern einfach ein bisschen was von den Partnerstädten, so zum Abschluss des Gesprächs mal. Was? Also ich denke mal so 1990 hat die Partnerschaft mit Detmold begonnen. Das war damals vor allem davon geprägt, dass die Verwaltung auch Unterstützung und Hilfe brauchte, dass sie allerdings aufgebaut wurde. Heute ist es eine Bürgerfreundschaft mit dem Partnerschaftsverein. Ich bin auch mit meinem Kollegen Rainer Heller unterdessen auch befreundet. Es ist eine sehr menschliche Ebene. Als zweites, das ist etwas schwieriger, vor der Wende gab es eine Partnerschaft, die begründet wurde mit Achan in der Mongolei. Dort sind die gegenwärtigen politischen Verhältnisse sehr schwierig, sodass dort keine aktive Partnerschaftsarbeit, kein aktives Leben gestaltet werden kann. Wir haben seit vielen Jahren die Partnerschaft mit Tosu in Japan, die ja zustande gekommen ist, weil dort ein Klavier, ein Flügel gefunden wurde, der in Zeitz seinen Ursprung hat, der Hupferflügel hier gebaut worden ist. Daraus hat sich eine unendlich positive Geschichte entwickelt und wir haben jetzt schon den 10. Schüleraustausch. Das heißt, Zeitzer Schüler lernen die Kultur in Japan kennen, besuchen dort die Schule und umgekehrt, japanische Schüler kommen zu uns, besuchen bei uns die Schule mit und lernen unsere Kultur kennen. Das Dritte, was dann dazugekommen ist, war natürlich auch ein Stückchen Sprachförderung, denn weder mit der Mongolei
noch mit Detmold, noch mit Japan ist die Sprachentwicklung englische Sprache möglich, sodass ich dann es für gut befunden habe. Der Stadtrat ist dem gefolgt, dass wir mit Prescott, Arizona eine Partnerschaft eingehen, wo wir jetzt schon innerhalb von 2 Jahren den 4. Schüleraustausch machen. Am 14. März werden Zeitzer Schüler nach Prescott fahren und dort in Prescott die Highschool mit besuchen für 2 Wochen. Ein großes Erlebnis, und hier geht es um Zeitzer Schüler, nicht um eine Schulpartnerschaft. Die Schüler werden aus den Sekundarschulen und den Gymnasien ausgesucht. Sie bewerben sich und danach können sie dort mitfahren. Und ausschlaggebend ist nicht der Geldbeutel, sondern ausschlaggebend ist die Leistung, die derjenige erbracht hat, und seine Sozialkompetenz in dem Alter. Wir reden von 16- bis 18-Jährigen. Und da bin ich stolz darauf, dass uns das so gelungen ist. Dann danke ich Ihnen herzlich, Herr Oberbürgermeister. Wir können noch eins, Sie können ja auch unseren Bürgern vielleicht noch einen Gruß direkt sagen in die Kamera, so zum Abschied. Ja, ich grüße natürlich meine Zeitzer und bitte um das Vertrauen, mir eine weitere Wahlperiode dieses zu schenken, damit wir noch viel gemeinsam für Zeitz bewegen können. Herzlichen Dank. Bitte sehr.